gibt. Ein bisschen Sport in der Früh ist immer gut, um so einen langen Tag auch überstehen zu können. Ja, leckeres, gesundes Frühstück. Als ernährungspolitischer Sprecher bin ich da ein bisschen als Vorbild angehalten. Lecker. Ja, und dann gleich in eine kleine Klausur mit meinen Kollegen vom Arbeitskreis Verteidigung. Fast alle von uns waren ja in der NVA oder bei der Bundeswehr. Landwirtschaft, mein Schwerpunktthema. Hier geht es um unsere Bauern in Bayern, aber auch in ganz Deutschland. Aber die wichtigste Stütze in Berlin und im Wahlkreis sind natürlich die Mitarbeiter. Hier besprechen wir alles detailliert vor. Die Energiepreise schnellen in die Höhe. Sie haben doch die verkorkste Energiewende mit zu verantworten. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, liebe Kollegen. Naja, 4 Jahre im Fraktionsvorstand wirken nach. Ich helfe heute immer noch mit meinen Kollegen, die IT-Abteilung auszubauen und dort beratend auch zur Seite zu stehen. Von Berlin aus direkt nach Bayern senden, das mache ich mit meinen Kollegen im Podcast oder in Zooms. Und abends noch die letzten Vorbereitungen bis tief in die Nacht. So, Feierabend.